Stupor lebt und macht jedes Körperteil eines jeglichen Steines, der sich in einer Umgebung von 100 Metern vom Anwender und dem nächsten Berg befindet, bewegungsunfähig. Hinweis: ewig zu binden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Dieses Mal tragischerweise ohne Facecam, was daran liegt, dass meine Facecam sich blöderweise nicht von selber aufgeladen hat. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie das überhaupt nicht tun konnte. Böse Facecam. Lade ich gefälligst ab den jetzt wieder selber aus durch Sonnenenergie in meinem abgedunkelten Zimmer. Punkt. Ich war einfach zu doof, die anzustöpseln. Und wollte jetzt gerade wieder anfangen, pünktlich gegen abends aufzunehmen. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, verdammt, Akku leer. Und deswegen müsst ihr leider diesen Part ohne mein verstümmeltes Gesicht genießen. Ich hoffe, das geht gerade so noch in Ordnung. Allerdings habe ich mir mal was überlegt. Wir könnten heute theoretisch einfach weiter den Lau machen, aber ich will wieder ein bisschen andere Sachen machen gerade, weil ich letztes Mal ja nach der Rüstung gefragt habe, was denn nun da so gemacht werden soll und was noch nicht. Der Part ist noch nicht draußen, deswegen brauche ich eine Filler-Folge. Und die machen wir jetzt. Wir farmen allerdings nicht die Rüstung, das wäre ja zu einfach. Nein, wir brauchen ja auch noch ein Schwert zu der Rüstung. Und ich habe mir mal angeschaut, was denn so der einzige Spieler, den ich jetzt noch kenne, der irgendwie sehr gut Monster Hunter spielt, denn so benutzt hat. Und dieser jemand, also Cantorex Infinitus, hat halt Klinge vom Diablos benutzt, wo ich jetzt gerade merke, ich kann mir den Scheiß gar nicht bauen. Sehr kacke. Also er hat auf jeden Fall das Großschwert, dieses erhabene Diablos-Großschwert, keine Ahnung, wie es genau hieß, halt benutzt. Und genau das wollte ich mir jetzt auch bauen, aber ich sehe, wir haben da äußerst schlechte Karten. Sehr, sehr äußerst schlechte Karten. Immerhin kann ich mir noch nicht mal ansatzweise den Anfang bauen. Ach, das wird schön. Wir können noch mehr Diablos jagen gehen. Ach, ich freue mich ja so darauf. Also ich war mir sicher, ich kann zumindest irgendwie einen Anfang davon machen. Aber ich kann ja nicht mal nix. Ach du Scheiße, ey, komm, wir nehmen den hier. Hey, eine Verwüstungsklinge. Schade, hätte ja klappen können. Das heißt, ich habe dann eine Großschwert, G-Rank Großschwertrüstung und kein Großschwert dazu. Das ist schon ein bisschen abartig dumm von mir, das gebe ich zu. Da erst so spät dran zu denken. Ich habe halt eben auch nicht nachgeschaut, was jetzt zu wem wird. Ich könnte jetzt schauen, was halbwegs so, wie die Waffe aussieht, diesmal werden soll. Oder ich improvisiere und schaue mir selber an, was es so gibt. Hey, ich werde die falsche Entscheidung treffen. Das hier wäre eine Option. Wir hatten auf jeden Fall gut Raw Damage und halt auch hohe Crit-Chance. Allerdings ist Crit-Chance gut. Es kann beim Großschwert verdammt böse sein. Aber man schlägt ja nicht so häufig zu. Bringt es das dann trotzdem, eine hohe Crit-Chance zu haben? Und ich muss überlegen, ich kämpfe gegen Rayang und Tigrex mit dieser Waffe. Lähmung sowieso nicht so geil, Schlaf bin ich auch nicht so gut. Der Entscheider. Ich kann mich nicht entscheiden, soll ich die Waffe nehmen oder nicht? Muss ich mir die ganzen Ärzte aufopfern, ist aber auch doof. Das hier könnte ich mir theoretisch machen, aber hat halt keine Schärfe. Versteckte Lose, das gleiche wie hier hinten. Das ist echt ein bisschen kacke, dass ich nicht mal ansatzweise das Ding machen kann. Okay, das tut mir jetzt äußerst leid. Professionalität over 9000 schlägt mal wieder zu. Aber ich will zumindest wissen, was ich denn dafür machen müsste. Ich war mir wirklich sicher, dass ich irgendwo irgendwas mit Diablos hier hätte stehen sehen müssen. Aber das Spiel denkt sich, nein. Könnt ihr natürlich auf gut Glück irgendwas kaufen und verbessern. Wollen wir es einfach mal auf... Nein, wir probieren es nicht auf gut Glück. Wir nehmen hier
Großschwert Waffentree und schauen mal, was so bei rauskommt. Seht ihr, dann passt das doch, oder vielleicht soll ich noch MLFU eingeben. Das könnte vielleicht die Suche etwas genauer gestalten. Ich glaube, ihr seht doch meinen Mauszeiger. Way! Was geil. Es gibt den X wirklich auf der Seite den ersten Stichpunkt How to Read. Hey, ich kann lesen. So, dann Steuerung F. Diabolos. Da. King Attila Schwert. Schlägt es mir hier vor. Ja, das Einzige, was mit Diablos irgendwie zu tun hat. Hat zwar Minus-Affinität, aber naja, wenn die Guten das benutzen, dann wird es ja auch. Der Executioner. Aus Large Monster Bones und Herkutrome. Ich sehe jetzt, wie er aussieht. Mal gucken, ob ich den hier wieder erkenne. Executioner müsste sowas wie Köpfer sein. Ich sehe leider nicht, was für einen Rang der hat, aber es ist vorher Agito. Das habe ich gesehen. Buying Materials. Plus Class Ticket. Oh. Gut, wir brauchen Plus Klasse Ticket. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, eins davor ist die Golem Klinge. Die habe ich schon gelesen. Da, Golem Klinge. Sehr schön. Endlich geht's voran. Dann zum Verbessern der Golem Klinge. Brauchen wir nichts Neues. Danach Henker. Ah, okay. Dann nicht zu Agito, sondern zu Diablos Axt. Eigentlich haben wir so häufig Diablos gemacht. Und Diablos Zerstörer. Schwarz plus Thorax. Das klingt nicht zwangsweise. Doch, das sollte eigentlich High Rank sein. Thorax ist eigentlich High Rank, das heißt, wir dürfen jetzt schwarze Diablos jagen. Auf High Rank gab's da nicht eine Request? Dom, dom, dom. High Rank, Jägerrang 6, wildes schwarze Horn. Okay. Wahrscheinlich habe ich mir da selber wieder die Aufgabe gegeben, das Ganze mit High Rank Sachen zu machen. Wey. Schön. Eigentlich hatte ich jetzt nicht Lust, hart zu kämpfen. Ich wollte mir bloß einfach so eine Diablos-Waffe bauen. Ja. Das ergibt komplett Sinn und deswegen können wir es auch jetzt perfekt machen. Wieder mal zwei Fliegen mit einer Klappe, solange ich die Quest auch wirklich schaffe. In der Zeit, wie wir jetzt mal tatsächlich nichts Interessantes zu erzählen und zu machen haben, kann ich was Interessantes erzählen. Denn erinnert ihr euch noch an die Holzohrringe, von denen ich so wunderbar geschwärmt hatte, ob sie denn einer von euch mir gnadenvollerweise abkauft? Genau das hatte ich auch Darth Plagueis Nummer 13 bereits erklärt und heute kam die Bezahlung, ja, mit einem richtig episch geilen Brief dazu. Den habe ich mir durchgelesen, ich konnte tatsächlich seine Schrift lesen, er hat unten noch gesagt, 80% der Leute können es nicht. Wuhu, ich gehöre zu einer Minderheit. Dass das mal etwas Gutes ist, hätte ich auch nicht gedacht. Und wie gesagt, es kam halt an, cool geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es vorlesen darf oder nicht, deswegen mache ich es jetzt einfach mal nicht. Auf jeden Fall hat er gemeint, ich solle mit dem Geld etwas Nützliches machen, wie zum Beispiel angeben. Haha, ich habe Geld. Und ich sage doch jetzt mal direkt, ich werde so schnell wie möglich jetzt die Holzohrringe losschicken. Davon nicht nochmal unbedingt ein Video machen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen der Tatsache, dass es eigentlich bloß ein Troll gegenüber mir sein sollte. Und dann hoffe ich und wünsche ich dir viel Freude mit den Ohrringen. Und an alle, die verpasst haben, worum es dabei geht. Haha. Das wird dann wohl ein Insider bleiben. Brauche ich noch irgendwas? Ich brauche auf jeden Fall keine Nadelbeeren und keine Feuerkräuter. Aber noch mehr Blitzkäfer und Blitzbombenmaterialchen wären sehr geil. So mehr oder minder. Und ich habe ja auch immer mit hier Darth Plagueis ein paar coole Gespräche in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt oder nicht. Und da redet er auch gerne von seinen Stimmen im Kopf, also er hat verschiedene Weisen, mich zu beurteilen. Gibt halt so ein paar nette Psychologen, die mir immer wieder irgendwelche Komplexe anhängen wollen oder die Monster psychologieren, so wie ich es immer tue. Dann gibt es halt noch einen Mathematiker, der berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass ich verliere. Immer schön, wenn er sich irrt. Und dieser Mathematiker hat mir auch mit lieben, also hat er es geschrieben, ne? Hat mir auch mit lieben Grüßen gewünscht, also freundlich gewünscht, stirb, du Noob. Okay.
Also gegebenenfalls kann ich auch diesen Wunsch heute jetzt noch erfüllen. Und dazu fällt mir ein, wir haben Schallbomben. Hey, cool. Ich frage, ob wir genügend Schallbomben haben. Das hängt jetzt von den Kreichern ab. Wir können keine zum Nachkombinieren mitnehmen, aber das sollte trotzdem passen. Ich glaube, in der Request stand noch drin, dass ich die Quest sehr, sehr knapp nur geschafft hatte, zusammen mit Steam. Heißt, jetzt kämpfe ich alleine, also zusammen mit ohne Steam und mit meiner momentanen Verfassung. Also, naja, wie gesagt, es geht wieder gegen Abend, es ist noch nicht, es ist eigentlich noch Standardaufnahmezeit, ist noch im Rahmen des Möglichen um 11 gerade so jetzt in Weihnachtsferien. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und ich nehme Monster Hunter auf. Verdammt, ich sollte etwas an meinem Leben ändern. Allgemein habe ich heute den ganzen Tag aufgenommen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag mit der Familie. Ich hatte einen schönen Tag mit meinem Digimon, das heute zu Sukamon wurde. Yay, ich hatte einen riesengroßen Scheißhaufen als Freund und habe mit ihm Scheiße aufgesammelt. War ein wunderbarer Let's Play Part. Verbringe jetzt ein bisschen Zeit mit Toni und habe auch schon Armeen in Fire Emblem in die Schlacht ziehen lassen. Heute war ein guter Tag. Also ein bisschen Selbstreflexion tut doch tatsächlich gut. Ich habe meine High-Rank-Rüstung nicht an. Fällt mir gerade mal so auf. Ist natürlich geil, die High-Rank-Quest mit High-Rank-Sachen machen zu wollen und dann G-Rank loszulaufen. Ihr habt euch bestimmt schon gefreut. Hey, hey, er macht die Quest in 0,x fertig. So wird das nix. Ich hab doch hier mein Drachenhaupt. Denn wenn wir einmal uns so eine grandiose Kacke-Rüstung gefarmt haben, immerhin habe ich bisher mit der Größenheit immer noch verloren, was vielleicht nicht zwangsweise an der Rüstung liegt, sondern an mir, aber das muss ja keiner wissen. Kann man diese Rüstung doch auch perfekt des Häufigeren mal benutzen. Ja, des Häufigeren mal benutzen. Und jetzt brauchen wir noch eine Wasserwaffe, eine Eiswaffe, die halbwegs auf der richtigen Höhe ist. Warum habe ich alle meine Waffen schon verbessert? Ach, ich erinnere mich, scheiße. Ich hatte ja nur noch den Blanco vernichtet, als andere war ja nicht mehr High Rank. Ich hätte so gerne mit Schild und Schwert gespielt, oh nö. And now I'm going to die. Ich habe mich jetzt schon auf Schild und Schwert mental eingestellt. Das kann nicht mehr gut gehen. Egal, wo seid ihr? Die zwei schwarzen Diaboluschen. Eine dunkle Bedrohung steht vor uns. Ne, es sind die gemischten. Das ist einer. Ihr müsst es eigentlich. Ist es nur der eine? Wilde schwarze Horn. Ich habe euch schon aufgeschrieben, wie die Quest heißt. Das wilde schwarze Horn. Ist doch nur einer. Na, dann ist es ja easy, ne? Solange nicht zwei Idioten da rumlaufen, sondern bloß einer, ist das ja noch Chili-Milli. Locker flockig werde ich das Ding jetzt irgendwie rocken docken. Wenn ich aufhöre zu reimen wie ein Schleimer. Reimer wie ein Schleimer. Ach, egal. Was kann man denn noch Gutes mitnehmen? Die Kraftsäfte will ich auf jeden Fall sparen, jetzt nicht für sowas Unnützes, in Klammern, aufbrauchen. Was habe ich denn mit? Fangen wir mal so mit an. Natürlich wären in diesem Falle Kraftsamen äußerst nützlichst. Und davon haben wir auch noch 44, passt perfekt, auf geht's. Ich weiß, ich könnte mir auch noch ein paar Kraftpillen und sowas mitnehmen, aber die halten tatsächlich für Langschwert, denke ich, zu kurz. Für Großschwert lohnen die sich extrem, weil man halt dann so einen richtig geilen, aufgeladenen, kritischen Treffer auf ein schlafendes Monster tun könnte. Das macht halt schon ordentlich Schaden. Und ansonsten, bei meiner Spieltaktik, werde ich die eh alle versemmeln. Die Kraftpillen, weil die halten irgendwie gefühlt bloß 2 Sekunden. Du nimmst sie ein, kannst einmal treten und dann ist der Effekt vorbei. Aber dieser Tritt, ja, da wo dieser Tritt gelandet ist, wird nichts mehr wieder wachsen. Nicht einmal Bartstoppel. Selbst bei Chuck Norris nicht. Es sei denn, Chuck Norris kontert mit einem Roundhouse-Kick, dann könnte es wieder böse aussehen. So ein bisschen even dann wieder. Aber die richtige Badass-Kombo ist eigentlich dann bloß Chuck Norris mit Kraftpille. So gesehen ist der in seiner Kindheit in den Trank gefallen, voll mit Kraftpillen. Und hat seitdem halt, Kindheit. Seine Mutter hat die gefressen, als er schwanger war. Und deswegen kam Chuck Norris mit dem Bart
und mit Hilfe eines Roundhouse-Kicks aus dem Bauch seiner Mutter raus. So, genug gechuck Norristed. Honey haben wir ja mit dabei, geil. Erste Farbe liegen daneben, egal, Honey ist mit dabei. Wir haben schon beide Verbesserungen, Angriff und Verteidigung. Wir haben, was haben wir noch für Fähigkeiten? Übersinnliche Kraft, Scharfschwert und Hemmungslosigkeit minus 1. Hey, diese Rüstung ist einfach nur der Hammer. Wer spielt mit so einer Scheiße? Und warum ist die von dem gottverdammten Fatalis? Das ist, ungünstig. Stärkste so, nicht das, doch eigentlich schon eins der stärksten Monster im Spiel und dann, yay. Ich habe eine sinnlose Rüstung. Farme mich. Wahrscheinlich haben sie es extra deswegen gemacht, damit halt niemand auf die Idee kommt, den zu farmen. Bis auf meine grandiosen Zuschauer, die meinen, Sino, mach dir mal die Rüstung. Und ich so, yo, geht klar. Dumme Idee. Aber gut, ich habe ja zugestimmt, also jetzt können wir sie auch ordentlich benutzen. Willst du mal bitte hier bleiben? Was bringt dir das, einfach so auf Panie zu gehen? Die ist eh eingegraben. Gut, das heißt, du kannst sie unterirdisch sehr gut sehen, aber... Okay, kein Aber. Doch sie ist halt schon besiegt. Was bringt dir das, eine besiegte Person anzugreifen? Die wird dadurch auch nicht lebendiger. Vermute ich mal. Könnte natürlich erschrecken, aber... Ich höre mal auf zu philosophieren, was der so machen könnte. Immerhin gehe ich jetzt gleich wieder mit vollem Elan, aha, an die ganze Sache ran. Und hoffe einfach mal, dass wir hier noch so ein bisschen den Schweif erwischen. Naja, immerhin den Fuß. Wehe, du greifst mich dafür an. Ich habe dir extra jetzt die Hacke abgeschnitten, damit dir Cinderellas Glasschuh passt. Und jetzt bist du deswegen wütend. Ich dachte, du wolltest schon immer eine Prinzessin sein. Eine wunderschöne kleine Prinzessin mit goldenen Hörnchen. Hast du jeden Abend zu mir ins Ohr geflüstert. Und jetzt... Jetzt bedankst du dich noch nicht einmal. Nur weil ich schwarz bin, kommt es dann immer von dir. Ah ja, nicht nur deswegen. Auch ein bisschen, weil du weiblich bist und deswegen bist du ja schwarz. Das gehört so ein bisschen bei dir zu. Sammeln. Geil, ich wollte von einem diablischen Weibchen mit dem Schwanz angepeitscht. Es ist immer wieder grandios. Wenn die einmal wütend ist, dann legen die aber auch los. So, erstmal den Schwanz abgemacht, damit sie mich halt nicht mehr so hart anschwänzeln kann. Also gut, alles schön. Willst du nochmal hier ins Steinchen kommen? Ich habe da Steinchen Babe für dich. Oh Gott, der Film ist anders. Na, nahe genug. Ich könnte dich hier sehr gern gut steinigen. Du müsstest nur mal kurz zu mir gerannt kommen. Und dann wäre alles gut und alles schön. Oh, fuck you. Sie will wohl nicht. Jetzt eine Falle wäre auch ziemlich doof. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht reingehen wird. Das Schöne ist, es steht sogar in dem biologischen Skript eines Diablos, dass halt die Weibchen schwarz sind. Deswegen kann ich mit Ach und Krach davon ausgehen, dass sie weiblich ist und diesmal kein S vor mir steht. Also gegebenenfalls ist es doch ein S, aber das ist dann von ihm selbst entschieden oder von ihr oder S halt. Aber es ist der unwahrscheinlichere Fall. Und sie ist schon wieder ins Gebiet rübergegangen. Erstmal den Rückenpanzer. Den brauche ich nicht, der kann hier liegen bleiben. Hätte ja sein können, dass wir einen Thorax, also so ein Bauchteil aus dem Schweif bekommen. Wer weiß, was für Mutationen in ihr so... vorherrschen, ne? Man soll ja da auch nicht vorher irgendwie urteilen oder so. Ist immer wieder gut, uneingenommen und unvoreingenommen an die Sache ranzugehen.